Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Oh, da sind da Bäume? Und eine Frau. Ob die Frau böse ist? Vielleicht kommt sie ja mit. Weißt du was? Wir gucken einfach mal. Ich habe doch jetzt diesen tollen Zauber. Ah, mysteriöser Elf. Ah, wieder typisch. Sieht so aus. Aber sieht cool aus. Dann seid ihr also morgens Hunde. Ihr seid stärker, als ihr aussieht. Vielleicht habe ich euch unterschätzt. Wer seid ihr? Wer ich bin? Typisch. Als würde die Identität eine Rolle spielen. Was eine Rolle spielt, meine Freunde, ist die Frage, wofür wir stehen. Schmerzen, Liebe, Vergeltung, Hoffnung. Das sind die Dinge, die ich bin. Nee, nicht wirklich. Vielleicht in einem Fanfiction von irgendeinem 13-jährigen Mädchen. Glaubt ihr, mich interessieren eure Namen? Mich interessiert nur, was in euch steckt. Aber ich sehe nur Gier und Eitelkeit. Was? Ich weiß selbst nicht, um was es geht. Scherbe der Erde habe ich bekommen. Schickt euch König Vanille? Vanille, ja, das könnte man sagen. Ja, König Vanille. Sein Wille und seine Handlungen haben die Ereignisse in Gang gesetzt, die dazu geführt haben, dass ich heute hier bin. Meine Anwesenheit hier ist nicht länger erforderlich. Meine Anwesenheit hier ist nicht länger erforderlich. Das war unterhaltsam. Ich freue mich schon auf unsere nächste Begegnung, Schatzjäger. Restauriere den Sulana-Altar. Alles muss ich machen. Mal gucken, ob ich das noch genug habe für die. War so klar. War so klar. Oh, war so klar. Wo kommt ihr her? Okay. Wir gehen jetzt. Was ist jetzt die beste Strategie? Ein nach rechts. So. Und die dauern noch ein bisschen. Trotzdem. Am besten ist jetzt, wenn ich glaube ich. Die verbrenne. Und er. Einer von aufhält. Dann habe ich, ne, hab ich eine länger. Sie macht auf den Elite-Meuchler hier. Das hier. Damit der weniger Kraft hat. Und Geld haut zu und trifft mal wieder nicht. Jetzt muss er unbedingt heilen. Er schützt uns. Sie macht sicheren Tod. Komm, jetzt trifft. Trifft! Ich weiß! Was soll ich machen? So. Es ist jetzt auch nicht so einfach, Brainy. So. Du verfehlst die ganze Zeit. Wie kann Rainy das? Ja. Du musst heilen. Du kriegst das. Ich versuche jetzt mal weit. Ich habe getroffen, aber es ist jetzt auch nicht so abgewehrt. Es tut mir leid, Rainy. Es tut mir leid. Heil dich mal. So, du machst Feuer. Und so. Wenigstens können sie nicht zurück angreifen und er trifft. Versteht ihr? Auch wenn 50% nur ist. Wenigstens etwas. So, du machst das abgewehrt. Natürlich! Aber das schaffen wir auch so jetzt. Warte. Genau das meine ich nicht. Machen wir ihn schwächer. Ja, die Gier. Warum? Was interessiert die überhaupt? Die sind doch hier eingegangen. Also, ne? Hier, Vergeltungsschaden 5. Oh, insgesamt also 25 Vergeltungsschaden auf, durch Yes. Sehr gut gemacht. Na, okay, er trifft nicht. Wenn ihr macht das so. Oh, sie hauen auch. Ah, Wollrobe. Ja. Scherbe der Erde. Wieso habe ich die bekommen?
Nein, ich habe einfach nur gedacht, Might and Magic wäre so ein freies Spiel, wo du dein Abenteuer selbst findest und sowas. Also, und das ist bisher so linear. I don't have the strength to do that. Ah, okay. Dann. A mysterious elf speaking in riddles. Who wants to bet we run into this guy again? Ja, das stimmt wohl, Rainy. Das stimmt wohl. Du meinst es mal wieder zynisch, aber das stimmt wohl. Vögel? War es eine Falle? Alles leuchtet. Oh mein Gott, ich höre es schon. Nein, geh zurück! Ein Glück. Ah, ich wollte doch ein Level höher gehen. Aber ich brauche die Magie. Meine Fresse. Jetzt ist die Frage, reicht das? Ach, kommt. Kaufe ich mir gleich ordentlich neue Sachen. So, Elite-Meuchler. War das eine Falle? Was war das? Wieso seid ihr plötzlich da? Aber okay. Er schützt uns. Du machst die Schwächer. Du versuchst natürlich. Aua. Du bringst alle dazu, scheiße zu sein. Du machst ihre Rüstung runter. Du. Ich weiß nicht. Hau mal den Elite. Ja. Schaden. Warte, was? 17 Dunkelschaden. Aber 3 widerstanden. Sehr gut, Rainy. Widerstehst hier der Versuchung. Nee, das ist, lohnt sich einfach nicht. Gate ist gerade ziemlich unnötig. Ich hätte lieber Magie machen sollen. Ja, komm. Wayne! Yay! Eigentlich wäre Yes besser gewesen, aber Wayne! So, sie greift nicht zurück an, das heißt, Wayne greift jetzt sie an. Ja, hier. Ja, hier. Ist doch alles wieder in Ordnung. Was machen wir mit dir? Jetzt eine Elite-Schleicherin. Oh mein Gott! Mach ihn schwacher. Schwächer. Und du. Oh mein. Ja, versuch. Hau trotzdem. Ja, jetzt. Das ist perfekt eigentlich. Aber auch wenn jetzt gerade geschwächt ist. Egal. Komm, du schaffst es. Du schaffst es. Du schaffst es. War wohl nichts. Der ist so gut jetzt gerade. Und so wichtig. Mach sie schwächer. Nein, versuch ihn umzubringen. Weil jetzt kann sie ihn auf jeden Fall umbringen. Yes! Haha, keins Zurückschlagen mehr. Ihr seid dran. Ihr seid so dran. Bam! Wayne, hau mal. Wayne haust die hier und mach's kaputt. Oh, ich dachte, du stirbst. So. Oh mein Gott, wir schaffen das! Wir schaffen das! Mach sie schwächer. Sehr gut. Trotzdem wird Jess einmal ordentlich getroffen. Aber egal. Puh. Warum ist Jess schon wieder geschwächt? Aber wenigstens kannst du jetzt gleich mal alles hell machen. Ist hier vielleicht irgendwas versteckt? Ein Versteck, meine ich. Ich will ungern meine Sachen wieder benutzen.
So, ah, wie schön. Ich habe gar nicht geguckt, was ich so aufgesammelt habe. Muss ich vielleicht auch mal machen. Jetzt kann ich aber wieder alles auf Primär machen. Und das bringt nicht viel. Es ist voll ein Level irgendwie verschwendet, oder? Machen wir das. 3. Wir brauchen nächsten Level 3. Dann machen wir das erstmal so. Wassermagie voll, weil das wirklich wichtig ist. Also wirklich stark. Finde ich. Puh. Er ist gerade mein Hauptmagier. Also yes. Das heißt, er kriegt mal eins auf Feuermagie. Hat er sich verdient. Aber er muss auch mal ein bisschen was aushalten. Ja, es wird durchgehend zusammengeschlagen. Das ist blöd. Ja, würde ich mal ein Schild haben, ne? Ja, ich behalte seine anderen für das Schild. Wenn er irgendwann mal eins hat. So, weiter geht's. Sie hat Schwerrüstung ein. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Mehr HP. Eigentlich, Rainy ist gerade. Das hab ich doch letztes Mal auch gesagt, vor ein paar Folgen. Dass Rainy irgendwann. Scheinbar Rainy so eine am Anfang nicht so gute und dann später ziemlich gut wird. Weil jetzt hält sie ziemlich viel aus. Sie ist eine gute. Guter Tank zurzeit, obwohl sie eine Zweihandwaffe hat. Und daher, wo ich immer noch nicht weiß, ob sie Zweihand machen soll oder Zwei-Einer. Zwei-Einer ist halt gut, weil es wird mehrmals zugeschlagen. Die jetzt, die ich jetzt habe, ist nur gut, weil sie die rundherum auch mittrifft. Das hilft sehr. Die Frage ist jetzt nur, ob ich ihre Axt stärker machen soll. Mache ich einfach mal. Beidhändig ist jetzt auch nicht so wichtig. Das Gute ist Abwehr. Man kriegt ein bisschen Abwehr. Vielleicht ist sie deshalb so gut, weil bei Beidhändigen wird ihre Abwehr verbessert. Und bei zwei Waffen. Ja, einfach nur stark. Einfach nur Angriff. Was nicht schlimm ist, was gut ist. So. Ausweichen vielleicht noch. Kriegt sie noch ausweichen? Gut. 4 auch für Gate. Ich habe keine Ahnung. Ich kann erst in der nächsten Stadt scheinbar die Sachen für Gate erhöhen und dann wird er wieder besser. Dann wird er wieder stärker. Yes. Also yes auch. Aber ich kann nie yes sagen, ohne an yes zu denken. Das ist voll schlimm. Den Bogen stärker machen. Ja, ne. Ganz ehrlich, er war jetzt ganz, ganz schön schlecht. Ich glaube, ich behalte seine Punkte erstmal, weil. Weiß ich nicht. Er wurde zusammengeschlagen ohne Ende. Deshalb wäre vielleicht Ausdauer ganz gut. Einfach nur, wenn er getroffen wird, ist es nicht so schlimm. Reicht. So, das gleiche natürlich wieder hier. Glück wird erhöht, die Wahrnehmung wird erhöht, zweimal jetzt ausnahmsweise mal, weil er die ganze Zeit daneben geschlagen hat. Und seine Macht. Er ist ja einer, der ausweichen soll, ne? Wayne, du triffst zwar mehr, aber trotzdem wird deine Wahrnehmung erhöht, deine Macht um ein und deine Vitalität um ein und. Dein Glück nicht so, muss nicht unbedingt sein. Ist zwar schön, aber lieber Geist, nochmal, damit du öfter deine Fähigkeiten benutzen kannst. Yes ist hier schön, Yes ist geschwächt. Kann ich nicht einfach ihn irgendwie massieren oder mit irgendwas einreiben? Okay, bekommst natürlich jetzt, weil du gerade voll mein Magier bist, zweimal Geist ausnahmsweise. Aber du bist die ganze Zeit am Sterben, deshalb kriegst du auf jeden Fall Vitalität. Und vielleicht solltest du mal ausweichen lernen. Warum? Warte mal, warte mal. Seine Wahrnehmung, wenn er später auch angreifen soll, zuhauen. Ach so, seine Wahrnehmung macht es geschwächt. Schon gut. Ja, das haben sie bloß hier nicht gezeigt. Bloß, ja. Ist schon klar. Ist schon klar. Und er natürlich wieder hier. Bam, bam. Magie. Und Wahrnehmung braucht er nicht. Er greift nie an. Fernschaden ist nicht so wichtig. Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer und Ausweichen, ja, Lieber noch mal ein bisschen mehr Energie. So.
Das war das. Und jetzt speichere ich das, weil das lief doch einigermaßen gut. Und jetzt gucke ich mal, was wir hier freigeschaltet haben. Muss voll stinken. Ich meine, oder es war nichts drin in der Karaffe. Aber warum sollte nicht? Oh, hier, du kannst mal ruhig Hellsicht... Ah, nee, warte, ich hab... Schätze Shantiri. Oh mein Gott, so viel zu lesen. Und dann darüber muss ich dann... Ob man da irgendwas findet dann. Sonst nichts. Ich meine, die ganzen Kämpfe für dafür... Ich gehe hier mal rüber. Eieiei. Boah. Ich denke mal, mit Schlüssel, mit die Scherbe der Erde öffnet diese Türen. Nur, was habe ich hier? War das eine Falle? Habe ich jetzt das erste Mal eine Falle ausgelöst? Und genau dann hatte ich das nicht. Das ist jetzt, das ist hart. Aber okay. Das ist wirklich ein bisschen fies. Was ist hier? Warte. Kartennotiz, da stand jemand oder was? Ich muss hier sowieso nochmal hin, also es ist auch egal. Dann gehen wir mal. Gab ja gute Erfahrung, ne? Ein Wald. There are enemies ahead. Gegnern. Oh shit. Regeneration und Steinhaut. Okay, also Feuer würde ich mal sagen. Und Schwächen. Und Rüstung kaputt hauen. Läuft bisher ganz gut. Und draufhauen. Das schafft sie. Das schafft sie. Du kannst uns mal alle heilen. Yes, I feel strong. Yes, I feel strong. Das muss er immer wieder yes sagen. And stay down. So. Ich wusste nicht, dass wir jetzt in den Wald rein sollen. Interessant. Interagieren. Wer wagt es, den Zorn... Das war einfach. Greilkor. Wer wagt es, den Zorn Greilkors fordern? Der Fürsten der Erde? Ich zerquetsche euch. Des Fürsten der Erde. Kämpfen wir. Okay. Okay. Du holst ja mal das. Du wirst... Ich denke mal, er ist immun gegen Erde-Magie. Deshalb werde ich ihn einfach anzaubern. Ja, komm. Ja, komm. Hier hast du Feuer. Was mache ich denn mit dir? Ach, langsam als Superzauberer bist du nicht mehr so wichtig. Also... Könnte in zweien. Einfach nur, weil ich Bock drauf hatte jetzt. Was sollte das denn? Wir sind eine wunderschöne Blume. Wir sind ein Samen und wachsen in die Luft. Das haben wir in meiner Schule auch damals gemacht. Oh ja. Schutz. Und abschwächen. Sehr schön. Alles wird gut. Alles wird gut. Du sollst nicht zaubern. Er ist immun. Okay. Null. Ha. Du sollst doch nicht Regeneration machen. Boss, Immunität gegen Gedanken- und Körpermanipulation und Gift. Das ist langweilig. Aber ich kann dich immer noch abschwächen. Ha. Und feuern. Ha. Und hier, greif mich an. Jetzt ist er sauer auf Rainy. Batsch. Bitch Slap. Ordentlich eine rein. So. Ab.
Ralkor. Du bist nicht so schwer wie die Gegner eben. Feuer. Los, mach ihn wieder sauer. Wir provozieren so. Hallo, ich bin's. Rainy ist gelähmt. Dieser Zustand kann nur mit Wasser oder Primärmagie aufgehoben werden. Was? Ich kann gar nichts machen? Das ist hart. Okay. Das ist gemein. Okay, ich mache ihn mal schwächer. Nächste Runde wird heftig. Okay. Nochmal schwächer. Du haust zu. Wir schaffen das jetzt so. Es sei denn, versteinert jetzt noch. Oh, yes! Ah, betäubt. Das ist nicht so wichtig. Oh, fuck. Was passiert hier gerade? Man kann es nicht machen. Ich brauche unbedingt Heilung jetzt. Aber er ist nicht mehr gelähmt. Das heißt, hau weg die Scheiße. Okay. Oh, kann nicht besiegen. Ich sehe das anders. Okay. Ich bin besiegt. Es ist lange her, seit Gralkor zuletzt von Sterblichen in einem anständigen Kampf besiegt wurde. Ihr seid zu Lanas Segen wert. Das kam plötzlich. Danke. Ah, Gralkor, in dritter Person. Wer oder was bist du? Welchen Zweck hat dieser Ort? War dieser Kampf nur ein Test? Welchen Zweck hat dieser Ort? Die Kinder vergessen zu viel und zu schnell. Dies ist die Schmiede des Frühlings. Eine der vier Schmieden, die von einem Volk erbaut wurden, das älter ist als eure. Alles passiert auf dieser Halbinsel, by the way. Sie haben sich zu Helden gemacht, indem sie die Gegner des Drachen suchten. Doch diese Altäre hat schon seit Jahrhunderten niemand mehr besucht. Nicht seitdem die Kinder des Lichts und des Dunkels einander bekriegt haben und die Städte der Shantiri zu Staub zerfallen sind. Auftrag Heldenschmiede. Die irregeleiteten Kinder haben zu Lana... Kann die anderen auch mal antworten, Gate? Die irregeleiteten Kinder haben... Sulanas Altar verwüstet, in der Hoffnung, den Zorn der Erde wachzurufen. Doch ich habe den in der Tat wiederhergestellt. Darf ich bitte noch nach links und rechts gehen, bevor Schaden entstehen konnte? Als Belohnung gewährt euch Sulana den Segen, euch in den heiligen Wäldern bewegen zu dürfen. Vielleicht könnt ihr in den Schritten der Shantiri folgen und euch zu Helden machen, indem ihr die Segnung der anderen Drachen sucht. All ihre Altäre sind hier, in der Schmiede der Elemente, aber ihre Scherben wurden vor langer Zeit gestohlen. Ich muss also mal wieder hierher mit dem Greif. Und alle Winde verstreut. Wenn ihr die alten Wege begehen wollt, sucht nach den verlorenen Scherben und bringt sie her zurück. Doch seid gewarnt, es wird andere Prüfungen geben. Hui! Toll. Oh, toll, das ist immer lecker, Erde im Mund zu haben. So. Rainy wird jetzt mal geheilt. Es gab aber scheinbar... Gab Erfahrung doch. Nicht viel, aber gab Erfahrung. So, schwere Rüstung. Und wir haben... Steigert die Vitalität. Da gucken wir doch mal. 17, 22, 15, 15. Ach, ich weiß es nicht. Ist jetzt gerade ein bisschen schwer. Ich würde mal sagen, weil Jess immer hier fast am... Naja, Gate ist auch fast gestorben. Aber er wird mein Heiler irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich weiß es nicht. Einer von euch beiden bekommt die Vitalität. Ja, komm, du kriegst Vitalität. Mofo. Schön. Dann haben wir die Piratenarmbrust. Mehr Schaden. Da seht ihr. Er wendet 3 Schaden für das anvisierte Feld. Also hier, warte. Wenn du triffst, triffst du die gegen, also die links und rechts auch. Und das ist natürlich cool. Mal gucken, ob sie Schaden und Plus macht. Nö, das ist schlecht. 4 plus mehr.
Ich weiß es nicht. Der Plusschaden von Erde ist natürlich schon gut. Daher kann das ruhig verkauft werden. Dann haben wir Rüstung gefunden von 4. Das ist, glaube ich, aber nicht gut. Widerstand gegen Magie? Nö. Oder hat Gate noch eine schlechte? Nö. Nö. Alles schlecht. Kann ich das ordnen? Bitte lass mich das mal ordnen hier. Naja. Regeneriert viel Lebenskraft. Der Rest ist eigentlich alles ein bisschen doof. Ja, gut war das nicht, was ich hier so gefunden habe. Eine Axt, eine Holzfäller-Axt ist auch noch richtig schlecht. Okay. Brennende Entschlossenheit schützt. Oh, da ist auch noch eine Axt. Du bist die Einzige, die eine Axt so halten kann. Ist aber auch scheiße. So, haben wir das auch. Haben wir noch ein Elixier oder so gefunden? Nö. Jo, das war ein Endgegner. Der versteinert. Wie assig ist das denn? Wie habe ich das aktiviert? Ich habe einfach nur raufgepatscht. Darf ich mich jetzt hier durch bewegen, ohne dass ich angegriffen werde? Das wäre super nett von euch. Ich speichere das aber mal. Das war am Ende zwar halt nicht gut gekämpft, muss ich zugeben. Kann ich irgendwo graben oder so? Pass mal auf. Fallen auf. Da geht's weiter. Oh, das ist eine Truhe. Yay, mit ganz vielen Sachen zum Angucken. Und zermalmendes Gewicht. Bewirkt bei Benutzung einmalig den Zauber zermalmendes Gewicht. Der anvisierte Feind verliert 15% seiner aktuellen Lebenskraft. Und Geld. 666 Geld. Sagt, dass es stark ist. Keiner sagt, dass es stark ist. Warum sagt er mir nicht, dass es stark ist? Aber wir haben noch ein Fass. Mit einer grünen, pulsierenden grünen Flüssigkeit. Das ist, denke ich mal, gegen Erde. Wäre ich nämlich zuerst nach rechts gegangen, hätte ich jetzt bessere Erdeverteidigung. Ich habe keine Ahnung, wenn ich da nehme. Ich. Hier geht. Ja, yes. Gegen Erde. War logisch. Machte Sinn. Alles in Ordnung. Ach, wie schön hier. Aber ist der Wald im Inneren? Oder wie funktioniert das? Oh, guck mal, da ist ein Schwein. Wieso bist du hier ein Schwein? Und warum war hier eben ein Gegner? Warum haben sie nicht einfach gemacht, dass der Endgegner kommt und nicht dieser Erdgegner hier noch? Der war irgendwie so fehl am Platz. Ja, das war's. Heldenschmiede, finde alles. Okay. Muss ich jetzt wieder zurück? Erstatte John morgen Bericht. Muss ich jetzt wieder ganz zurücklaufen? Könnt ihr das nicht für mich machen? Okay. Habe ich irgendwas verpasst? Ist da dann irgendwas überrascht mich noch? Naja, dann gehen wir mal zu John morgen. Und dann hoffentlich kommen wir mal weiter und können freier gucken. Wie gesagt, ich liebe Spiele, die nicht total frei sind. Weil dann kann man mehr daraus machen. Was ich damit meine ist, Skyrim oder sowas macht einfach die Gegner stärker. Immer und immer wieder. Du kannst aber nicht wirklich besser werden oder sowas. Bei so Spielen wie Final Fantasy oder sowas, da gibt es dann auch starke Gegner, klar, aber es ist ein Weg. Also dann wird zum Beispiel gesagt, oh, wir müssen als nächstes zum Berg. Aber dann bist du frei. Also du kannst also sagen, oh, ich level auf oder ich gehe ein bisschen zurück oder sowas. Manchmal, das ist leider zu selten, gibt es dann noch Zwischendinge. Die Gegner da hinten waren ja so schwer. Aber hier müssen wir sowieso nochmal hin. Also so gesehen ist in Ordnung. Aber da durch die Linearität kann die Gegner angepasst sein und eine Herausforderung sein und ohne dass es billig wirkt. Und das ist auch manchmal ganz schön. Die können eine Geschichte erzählen, was bei sowas auch schwer ist. Hier ist es halt, jetzt ist es frei. Ich denke mal, sie wollten einfach
das erste Kapitel, ersten Akt, warum sie jetzt nicht einfach gesagt haben, das war der erste Akt? Warum war der erste Akt, den zu retten, den Staatsoberhaupt? Naja, auf jeden Fall, was haben wir? Elder. Jetzt ist es frei und dann kann man nicht mehr so viel erzählen, dann muss man immer was aufsammeln.